Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News und die wird euch mal wieder präsentiert von instantgaming.com, meinem Dauerpartner, wenn es darum geht, neue Spiele besonders günstig zu bekommen. Schaut mal unten in die Links in der Beschreibung, da gibt es auch ein Gewinnspiel, bei dem ihr das gewinnen könnt, was ihr haben wollt. Aber jetzt legen wir los mit der News. Ring 1 oder Ring 1, wie ihr es auch immer nennen wollt, das werdet ihr wahrscheinlich nicht so wirklich kennen. Ich kenne es auch nicht, beziehungsweise kannte es auch nicht. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo auch Ubisoft und Bungie gesagt haben, die verklagen wir jetzt aufgrund von Cheat-Verkäufen und damit auch der Beeinflussung ihrer Spielsysteme. Auf 2,3 Millionen Schadenersatz wurde der Cheat-Hersteller jetzt verklagt. Ich glaube, die haben mittlerweile mehr eingenommen mit den Dingern. Und ich finde, es sollte auch einfach vom Markt verschwinden. Weiter geht es allerdings mit einer Konsole, die mir gar nicht bewusst war, dass sie schon auf den Markt gekommen ist. Und zwar die Atari VCS-Konsole, die nicht gerade mit Hardware überzeugen konnte, aber trotzdem auf den Markt kam. Vor allem in Amerika. Und die sollte $399 kosten und hat sich nicht wirklich gut verkauft. 2,3 Millionen Einheiten sind gesunken auf 0,2 Millionen Einheiten. Und die Module haben sie auch nicht wirklich verkauft und Atari hat eine Preissenkung von $399 auf $239 gemacht. Und ich gehe mal fest davon aus, dass entweder die Konsolen, die jetzt auf dem Markt sind, sehr teuer werden oder aber die bald verramscht wird. Ich glaube, dann stelle ich mir hier auch eine rein. Einfach nur zum Sammeln. Wer weiß. Und zu guter Letzt, denkt wieder an euer Epic Games Spiel. Dieses Mal gibt es Wolfenstein The New Order. Kostenlos und absolut unverbindlich im Epic Game Store. Ihr müsst nur einen Account haben und könnt euch das Spiel dann kostenlos abstauben. Und um 17 Uhr wechselt es dann zum nächsten. Ach, Xbox, so viele News-Themen gibt es gar nicht, aber trotzdem zwei sehr interessante. Und zwar Sifu kommt jetzt auch für die Xbox und auch für den PC und das schon ziemlich bald. Im März soll es schon soweit sein und das Spiel ist bockschwer, hat aber auch einen Heiden Spaß gemacht. Ich habe es mal kurz angezockt und dachte mir so, oh, nicht schlecht. Ein viel interessanteres Thema ist allerdings, zumindest meines Erachtens nach, dass Microsoft eventuell jetzt nicht nur in der Spielebranche guckt, sondern auch in der Filmbranche und anscheinend Netflix aufkaufen will. Das sollen nun zumindest mehrere Insider gehört haben und sind dem sich auch einig. Ob der Deal am Ende über die Bühne geht oder ob wir überhaupt noch was davon erfahren werden, wissen wir natürlich noch nicht. Aber ja, auch hier muss man wieder sagen, ob man sich da nicht wieder Ärger mit den US-Behörden einhandelt, das werden wir dann noch sehen. Stellt euch vor, ihr helft anderen Spielern auf der PlayStation und werdet dafür bezahlt. Das hat Sony jetzt zumindest vor. Denn einige PlayStation-Spieler haben tatsächlich eine E-Mail bekommen mit einer Einladung. Wenn sie jemandem helfen, können sie bis zu $1,20 pro Hilfestellung verdienen. Sicherlich geht das ein bisschen nach Umfang der Hilfe und wie lange man da helfen muss und wie gut die Lösung ist und so weiter und so fort. Aber wenn man sich darin irgendwie verpflichtet sieht, ist das ja ganz cool. Auf der einen Seite behebt das mehrere Probleme, denn man macht es ja freiwillig, sage ich mal, und macht das dann wahrscheinlich mit mehr Leidenschaft, als wenn man notdürftig irgendwie in einem Callcenter sitzen muss. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so ein Ding, naja, wenn sich jemand gut mit dem Spiel auskennt, dann kann er ja sein Wissen auch weitergeben, ohne da irgendwie zu inkompetent zu wirken oder nur nach einem Plan zu gehen. Und natürlich hilft man dann auch wahrscheinlich freundlicher, als wenn man es ohne machen würde. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, aber lasst mal gerne mal eure Meinung unten da. Zur CES gibt es nicht nur Ankündigungen von AMD und Intel. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut gerne auf Nerd Over Tech vorbei, meinem Zweitkanal. Dort berichte ich dann über diese Präsentation. Aber heute geht es um Sony. Und zwar am 5.01.2023 um 2 Uhr morgens. Ja, wird es eine spezielle PlayStation VR 2 Präsentation geben und ja, stelle ich mir cool vor. Mal sehen, was da so kommt, auch wenn man wahrscheinlich wieder fette Augenringe haben wird. Jetzt kommen wir allerdings mal zum DualSense Edge Controller und den haben die ersten Leute ja zum Testen gehabt, nachdem ein neuer Trailer erschienen ist. Und ja, das Ding ist ziemlich cool, den würden am liebsten alle Leute behalten wollen, weil das Ding wirklich gut und hochwertig ist, bis auf eine Kleinigkeit. Denn der Akku wird definitiv kürzer halten als beim normalen DualSense Controller. Und ja, okay, verstehe ich mit den Mehrfunktionen und so weiter und so fort. Und Sony sagt auch, das lässt sich kaum vermeiden. Bin ich vielleicht blöd oder bin ich da anderer Meinung? Es gibt ja mittlerweile Akkus zum Nachbestellen für den DualSense Controller, die wesentlich mehr Leistung haben als das Original. Und damit hält der Controller auch länger.
Deswegen verstehe ich die Aussage jetzt nicht so ganz. Und für 240 Euro hätte ich schon erwartet, dass man den vielleicht so konstruiert, dass da ein bisschen größer Akku reinpasst. Aber hey, ich bin kein Ingenieur. Und zu guter Letzt noch ein kleines Update zu Forspoken. Die Demo macht nämlich Probleme mit HDR-Inhalten. Und genau das soll im fertigen Spiel nicht mehr vorkommen. Das ist ja schon mal gut, deswegen ist es eine Demo und ich fand auch, die hat mich nicht so überzeugt, aber dazu könnt ihr eure Meinung ja auch mal da lassen. Die Nintendo-Ecke geht vor allem um Bayonetta, beziehungsweise geht mit Bayonetta los. Das war Quatsch, was ich gerade erzählt habe, aber egal. Wir starten mit Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon und ihr werdet einen zweiten spielbaren Charakter haben. Ich werde jetzt allerdings nicht verraten, welcher das ist, weil einige Leute das dann wahrscheinlich wieder als Spoiler empfinden. Deshalb ist unten in der Beschreibung alles verlinkt, wie alle anderen News-Themen in dem Fall auch. Weiter geht es mit Shinen und die haben ja vor allem die Racing-Spiele auf der Nintendo Switch und auf der Wii U gebracht, die sehr Wipeout F-Zero-mäßig waren. Und die bringen jetzt ein neues Spiel und zwar The Puncherine. Und das ist ein Pinguin, der Blöcke wegboxen kann. Schöner Name, 14,99 kostet das Ding, könnt ihr ab sofort im eShop erwerben. Genauso wie die Sonic Frontiers Demo, die habe ich letztes Mal schon angeworben und ja, auch die soll jetzt im eShop erhältlich sein, außerhalb von Japan tatsächlich. Weiter geht es allerdings mit einer Überraschungs-Miniserie von Nintendo, die bis zu diesem Zeitpunkt 4 neue Spiele veröffentlicht hat. Und das sind so kleine Videos, die auf dem Nintendo-Kanal erscheinen, die ich überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Aber Nintendo macht das ja immer sehr gerne kurzfristig. Und da wurden 4 neue Spiele angekündigt bis jetzt. Puncherine, was ich gerade schon gesagt habe, The Captain, Floppy Knights und was man nochmal erwähnen sollte, Mortal Shell. Und wenn ihr Dark Souls-Fans seid, dann könnt ihr euch das Spiel mal reinziehen. Außerdem, es gibt ein neues System-Update für die Nintendo Switch. Und ja, das ist die 15.0.1 und ja, genauso viel bringt sie auch, wie sie klingt. Denn es gibt einen neuen Schimpfwortfilter. Welche Wörter jetzt genau gemeint sind, hat man jetzt noch nicht rauskramen können. Aber ja, ist halt nichts Besonderes. Und ich glaube auch langsam für die Switch kommt auch nichts Besonderes mehr. Ich glaube nämlich, wir sind nächstes Jahr im 6. Jahr und da wird wahrscheinlich dann nicht mehr so viel nachgereicht. Aber viel schöner sind doch manchmal die fan-kreierten Sachen. Und zwar hat man den Super Mario Movie Trailer jetzt in einer N64-Version nachgestellt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Aufwand da reingeflossen ist. Aber für mich ist das natürlich ein Fest, das so zu sehen. Alt trifft auf neu. So, weg von Nintendo, wir kommen jetzt erstmal zum Ticker. Rekordstrafe. Epic Games zahlt 520 Millionen US-Dollar an die FTC. Denn Epic Games hat gesagt, ja, jeder Spieler, jeden Alters, über die werden wir jetzt sämtliche Daten rausfinden. Und das ist in den USA erst ab 13 erlaubt. Jetzt muss man allerdings bedenken, Fortnite, die machen das innerhalb von einem Tag wieder wett. Also 520 Millionen sind wahrscheinlich aus der Portokasse bezahlt. Crash Bandicoot On The Run wird eingestellt. Habt ihr noch nichts davon mitbekommen? Ich auch nicht. Ist nämlich so ein Endless Runner auf dem Smartphone. Kam aber erst 2021 raus und wird zum 16.02.2023 jetzt komplett eingestellt. Also das heißt, wenn ihr es noch spielen wollt, macht es jetzt. Danach wird es wahrscheinlich keine Chance mehr dazu geben. Der Präsident und COO von Activision Blizzard verlässt bald das Unternehmen. Das hat er nun zumindest angekündigt. Und nein, es ist leider nicht Bobby Kotick, sondern Daniel Allegri. Sagt mir überhaupt nichts, sieht jetzt auch nicht unbedingt sympathisch aus, der Mann. Und ja, er verlässt das Unternehmen für ein Krypto-Unternehmen, was er jetzt selbst mit hochziehen will. Ob das jetzt nochmal nach oben kommt, das ganze Thema, das wage ich allerdings zumindest absehbar in den nächsten Jahren ein bisschen zu bezweifeln. Könnte uns schon bald ein neues Mortal Kombat erwarten? Das lassen zumindest die letzten Updates für Mortal Kombat 11 vermuten. Da sind nämlich Werbeanzeigen für Mortal Kombat 11 drin aufgetaucht. Und auch die PC-Version von Mortal Kombat X bzw. 10 hat ein 20 GB Update erhalten, was nur Werbeanzeigen für Mortal Kombat 11 enthält. Und das haben die NetherRealm Studios schon öfter mal gemacht und meistens wurde daraufhin ein neuer Teil angekündigt. Wir dürfen also gespannt bleiben, ob wir bald wieder ein unzensiertes Mortal Kombat sehen oder jetzt nach Dying Light und auch Dead Island 2 die Schere wieder angesetzt wird oder das Spiel erst gar nicht bei uns erscheint.
Mal gucken. So, das war es dann allerdings auch schon mit den Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, doch dann gerne den Daumen nach oben und auch gerne ein Abo unten da lassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.